Okay, neues Spiel Plus. Da würden wir mit den Funktionen, die wir schon hatten, aber nein. Das behalten wir schön so bei. Das ist cool. Jetzt spielen wir den Tresormann, oder wie der heißt. Coole Geschichte vor allem, warum was er dazu wurde. Fortsetzung der STEM-Testreihe. Flucht aus dem System durch Subjekt Withers untersuchen. Rettung von Tochtersubjekt durch Vatersubjekt unterstützen. Forschungsprotokoll von Mobius. Ihre Tochter ist durch ihre Verbindung zum Sam im System gefangen. Um sie zu befreien, müssen sie ebenfalls in den Sam gehen und dort alle anderen Subjekte ausschalten. Hab dich auch lieb. Was das bedeutet, sie werden im Sam eine andere Gestalt annehmen, aber das dürfte sie von Vorteil sein. Das dürfte für sie von Vorteil sein. Oh? Was war Sina? Durch den Einfluss des Sam werden die Erinnerungen ihrer Tochter gelöscht, sodass sie immer mehr zu ihrer Kreatur im Sam werden. Wir werden sie unterstützen, aber sie müssen handeln, bevor es zu spät ist. Oh, Sub? Nein, ernsthaft? Moment. Ich glaube, ich kann das nochmal aktivieren. Ich schau gleich nach. Ja. Da sind wir angekommen. Okay, sehr gut. Ja, wie ihr seht, ganz eine andere Perspektive als in den anderen Spielen. So, noch kurz, Moment. Typisch Prim. Da. Ernsthaft? Ina. Zeigt es mir gerade nicht an. Aber vielen Dank für den Sub. Moment. Hab da ja noch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Hab doch noch einen Stern, aber dann hattest du doch schon vorhin. Oder? Ah nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast natürlich das Mod-Zeichen und das Krönchen und ja, okay, das habe ich nicht gesehen. Aber vielen, vielen Dank. Für einen weiteren Monat darf ich dein Sub sein. Vielen Dank. Aber warum hast du es mir da bei Tipi-Stream nicht anzeigt? Nur weil du nicht geteilt hast. Komisch. Okay, das letzte Testobjekt wurde erfolgreich eingeführt und die Verknüpfung mit der tresorköpfigen Kreatur wurde verifiziert. Mit Hilfe unserer Trägerwelle wollen sie nach Restspuren starker Emotionen suchen können. Es werden neue Direktive zur Platzierung in der Umgebung übertragen. Okay. Mission. Begib dich zum Victoriano-Anwesen. Apropos Victoriano-Anwesen. Nee. Moment. Wollte ich doch jetzt etwas machen noch? Das ist cool. Ja, noch 7 Followers.
Wird vermutlich aber noch ein bisschen dauern. Na klar, die Hölzer kannst du wieder nicht kaputt machen. Das ist so mein Aufspürungs-Dings da, Teil. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ah, ducken kann ich mich auch, okay. Ah, das wusste ich gar nicht mehr. Ich kann die auch packen. Wirf ein Gegner, die Flügel geht so lange Schaden, bis er taumelt. Halte dann mit rund fest und wirf ihn durch erneutes Drücken von. Scheiß, die wandern. Oh mein Gott, bis er taumelt und dann exekutieren, okay. Ja, okay, es wird jetzt ein bisschen blutig hier. Aber wir sind ja jetzt eben der, mehr oder weniger der Böse. Suche deine Tochter. Papa, die Frau Doktor sagte, du würdest kommen und mir helfen. Wirst du es denn jemals schaffen? Ihr wimmelt es nur vom Monster. Ich halte es nicht mehr aus. Waffen und Attribute können im Laden gekauft werden. Okay, wir haben da Stacheldrahtfalle. Wir haben einen Hammer zum Rang 2. Wir haben ein Fragezeichen. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Verteidigung. Maximale Lebens- und Dynamit. Also im Moment genau gar nichts. Tagebuch? Sind diese anderen Leute alle lebendig oder tot? So traurig die Tochter. Da sieht man die Tochter mit ihm. Leider können wir noch nicht aufleveln. Aber beschlossen. Da sehe ich schon mal etwas sehr Praktisches. Was wir nicht aufheben können. Super. Münze. Na, dann müssen wir halt hochgehen. Kommt zu Papa. Ich werde euch alle töten. Schade, dass wir da nicht genug Licht haben. Okay, es gibt nur einen Nord. Auch nicht. Was für eine Schweinerei. Erinnerungsscanner.
Impulse verborgene Erinnerungen und Gegenstände aufspielt. Mit Hilfe kannst du die Spuren deiner Tochter finden. Ich habe einen Mann gesehen, der die Monster tötet. Ich glaube, ich sollte zu ihm gehen und sehen, was passiert. Vielleicht kennt er ja meinen Vater. Aber ich lasse meine Briefe und Sachen hier, falls mit ihm etwas nicht stimmt. Finde die Mobius-Akte. Ist trotzdem gruselig, auch wenn wir eigentlich der Böse sind. Eliminieren Sie Testobjekt CB212 Mörder. Ja. Bei diesem Experiment wird eine Methode der Extraktion aus der STEM-Umgebung getestet. Sie haben die Aufgabe, Ihre Tochter zu retten, die sich bereits in STEM befindet, indem Sie alle anderen verbundenen Testobjekte eliminieren. Subjekt CB212, ein verurteilter Mörder, wird vollständig vom STEM kontrolliert. Sein Einfluss nimmt zu und er zerstört die Erinnerungsmuster Ihrer Tochter. Töten Sie CB212 und überprüfen Sie den Zustand des Mädchens. Ergänzen Sie Informationen. Der STEM zersetzt nach und nach die Erinnerung von Testsubjekten und verändert so lange ihre Persönlichkeit und ihr Erscheinungsbild, bis sie vollständig vom STEM kontrolliert werden. Basierend auf den Daten des Ruvik-Zwischenfalls lässt sich ableiten, dass die Ruvik Glitzer. Genau. Apropos Glitzer. Okay, weiter Sam verlassen konnte, indem sie in den Körper des Testsubjekts Leslie Wilders eindrang. Im Rahmen dieses ersten Versuches soll die durch den Sam hervorgerufene geistige... Okay, oh, danke schön. Geistige Degenerierung bei einem standardmäßigen Ausstieg erprobt werden. Bei Übertragung von außen und der Nachverfolgung mit Sam können Fehler und Zeitverzögerung aufträgen. Nutzen Sie beim Begegnung mit anderen Entitäten Ihr eigenes Urteilsvermögen. Verbindungsstatus 7 Subjekte. Jugendliches Mädchen, Detektiv, Zwillinge, verurteilte Mütter, Psychiatriepatient, ehemaliger Soldat, Vater von jugendlichem Mädchen. Okay. Finden Sie Tür von CB200. Easy, oder? Der Mann sagte, dass er ein Mörder wäre und die Aufgabe hätte, die Monster zu töten. Er sagte, er würde diese seltsamen Token sammeln und bat mich, bei ihm bei der Suche zu helfen. Aber als ich eines davon in meine Tasche steckte, fing er auf einmal an zu schreien und dann hatte er plötzlich diesen unheimlichen Ausdruck in den Augen. Wenn ich weglaufe, bringt er mich vielleicht um und wenn ich das nicht tue, dann vielleicht auch. Ein paar Münzen sammeln. Na, da wieder nicht. Okay. Oh oh. Heißt das? Holy moly.
Oh Gott. Okay. CB200. Okay. Wir sind angekommen. Kann ich leider nicht mitnehmen. Immer noch nicht. Das wird lustig. Oh Gott. Okay. Transkription. Subjekt Mörder. Niemand hat mir gesagt, dass es so sein würde. Diese Wichser sind keine Gegner für mich. Die alte Tante hat mich hier hereingebracht, hatte sicher mehr zu bieten gehabt. Wer zum Teufel hat die Kinder hier reingesteckt? Ich dachte, hier gibt es nur diese bescheidenen Zombies. Dein Vater ist wer? Wer zum Teufel soll das sein? Was interessiert mich das? Ich habe doch gewusst, dass ich dem kleinen Luder nicht trauen kann. Wollte meine Beute mitgehen lassen. Was zum Teufel ist das? Ich höre ein Flüstern in meinem Kopf. Willst du in meinem Kopf eindringen? Glaubst du, dass du kennst mich? Du hast mir gar nichts zu befehlen. Wo ist dein kleines, süßes Mädchen hin? Es muss irgendwo sein. Jetzt ist mir klar, auf was du aus warst, warum du mich hierher gelockt hast. Meinst du, ich bin deine Laborratte? Meinst du das mich jetzt? Ich mach euch alle kalt. Eliminiere den Sadisten. Hallo Auge. Schluss bringt er bestimmt ein großes. Ah, okay. Er bringt jetzt schon. Get down, bitch. Cool gemacht mit den Animationen. Jetzt schon, ja. Die Kettensäge ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Und definitiv jetzt hat sie mich lieb. Finde eine Mobius-Akte. Also mal kurz schauen, ob ich jetzt da aufleveln kann. 53, das heißt, ich kann da... Oh. Rein in die Gurke. Das könnte ich kaufen, bringt mir aber jetzt im Moment nichts. Das... Oh, Kettensäge. Noch nicht zum Kauf erhältlich. Bevorzugte Waffe des Sadisten. Wenn der Treibstoff ausgeht, kannst du im Laden mehr davon kaufen. Nehme ich. Speichern ist auch wichtig. Jetzt haben wir 1 von 4 haben wir schon geschafft. Also wird recht schnell gehen. Machen wir noch einen zweiten. Und dann ist für heute auch Schluss. Schließe die Exekutionskammer ab, um Erinnerungstocken zu sammeln. Okay. Machen wir das noch.
Easy. Die verwandeln sich. Ja, man spielt jetzt einen Killer und ich spiele es gerade gleich am Arsch. Man spielt der Tresormann, spielt man jetzt da. Ja, es ist so, wir sind ein Vater, der seine Tochter sucht. Und, warte, ich weiß, ich habe da oben noch ein etwas gesehen. Das hole ich mir kurz. Und dazu begibt er sich hier ins Stem rein. Da er aber ins Thema reingeht, wird er nach und nach seine eigene Identität verlieren und wird dann zum Bösen. So, eliminieren Sie das Testsubjekt Zwilling. Der Gedächtnisverlust Ihrer Tochter konnte durch den Tod von CB212 deutlich gebremst werden. Es ist anzunehmen, also er will sie eigentlich retten. Anzunehmen, dass auch sein Einfluss auf andere negiert wird. Meine Güte, negiert! Was für Wörter kommen hier? Reduziert oder nicht? Unsere Daten zeigen, dass Ihre Tochter sich fortbewegt, vermutlich in Begleitung von Subjekt CB207. Eliminieren Sie es. Wir zeichnen die Daten auf und analysieren dabei sowohl den Fortschritt als auch die Stabilität der Kontrolle durch den Stem. Stefan. Ergänzende Informationen. Kontrollierte Subjekte werden vom Stem dazu benutzt, auf Wellenlängen zu senden, welche die Erinnerung und die Willenskraft anderer Subjekte und in der Umgebung verschlechtern. Das heißt, diese Subjekte verschlechtern dann eben meine Willenskraft. Die Nebeneffekte beschleunigen die Übernahme und Kontrolle durch den Stem. Es sind weitere Tests und Analysen erforderlich, um zu bestimmen, wie sich das Entfernen eines Relaispunktes auf die stabile Extraktion eines Subjektes in einem bestimmten Erinnerungszustand auswirkt. Jetzt haben wir 23 Uhr. Okay, komm, das machen wir noch. Vielleicht sterbe ich, weil ich da... wisst ihr was? Nur kurz da...
bisschen, Hallo? Ah, doch. Geschwindigkeit beim Gehen. Senkt durch den gegnerischen Angriff erlitten Schaden. Ja. Das brauche ich im Moment recht. Schade. Ich hätte noch Lebensanzeige nehmen sollen. Okay. Das letzte Teil vor dem heutigen Ende. Zum Glück kommt da immer wieder eine Lebensenergieanzeige oder wie das heißt. Kleines Päckchen. Wenn du Erschütterung und Geräusche bemerkst, suche die Umgebung mit Erinnerungssensor ab. Wow. Hier durch diese Stage zu gehen und eigentlich vorher hier mega Probleme gehabt zu haben, jetzt aus denen hier, schon speziell. Du kannst dich in der Nähe der Tresoren teleportieren, um ihn dazu zu überwinden. Ja, ich weiß. Ah, das ist hässlich. Hässlich, hässlich. So hässlich. So hässlich. Haut sich den Kopf ab, beziehungsweise reißt sich den Kopf ab. Mit jeder zu einem Monster? Ich war eine Weile mit einem großen Mann unterwegs, der sich verirrt hat. Er sagte, dass er nicht wüsste, wo er herkomme. Er redete die ganze Zeit mit seinem Bruder, obwohl man ihn nicht sehen konnte. Nach und nach bekam ich es mit Angst zu tun. Also habe ich ihn verlassen. Er lief mir hinterher und als ich über die Schultern schaute, verwandelte er sich in eines dieser Dinger. Wird das auch mit mir passieren? Hier ist alles so seltsam. Die Zeit von meiner Ankunft hier scheint schon so lange her zu sein. Da kann ich dann durch. Weil ich jetzt da durchgehe. Loot, Loot, Loot. CB 200 irgendetwas. Ah, zum Glück werde ich da immer wieder zusammengeflickt. Vollständig sogar. So. Der nächste, man sieht schon, sind die Zwillinge. Verlorene Kinder. Mein Bruder, es ist so gut, dich wiederzusehen. Es war unerträglich, dich zu verlieren. Ich bin hierher gekommen, um wegzulaufen und Trost zu finden. Irgendwas habe ich gewusst, dass du hier sein würdest. Ja, ich weiß, wir wollen einander helfen, aber jetzt fühle ich mich hin und her gerissen. Nein, ich verändere mich. Sieh dir meinen Körper an. Siehst du das nicht? Warum veränderst du dich nicht? Irgendwie spüre ich, dass es
Nicht nur mein Körper ist, unsere Gedanken verändern sich auch. Wer dieses Mädchen wohl ist? Sie kann unmöglich für sie arbeiten. Das kann nicht sein. Das Mädchen ist weggelaufen. Ich glaube, ich habe sie erschreckt. Das Ding in meinem Innern wird immer größer, spürst du es auch? Der Mann mit der Kapuze beobachtet mich. Ist das der Tod? Wir können spielen. Wie früher, als wir noch klein. Eliminiere 10. Ja, jetzt kommt er. Mr. 10. Aber den hau ich jetzt mal eins auf den Kopf. Ah, genau, den muss ich ja speziell töten. Weg. Ein Auge. Nein, weg. Ah, oh, jetzt springt er. Weg. Weg. Okay, nee, ich wollte jetzt angreifen, aber nö. Hm.
Nee, er rennt, er rennt. So, ich muss noch eine Runde machen. Yes, yes, yes. Geschafft. Finish him, ja. Der höchste Rang für maximale Gesundheit ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Sehr schön, das machen wir das dann nächste Mal. Also 2 von 4 haben wir schon. Beziehungsweise müssten jetzt dann da hinten nochmal rein in die gute Stube. Da. Ah nein, das ist ja nur... Das gehört ja nicht dazu. Da könnte ich einfach leichter dann hin und her oder die Waffen upgraden und so. Aber das gehört eigentlich nicht dazu. Aber jetzt erhöhen wir noch kurz die Gesundheit und dann ist für heute Schluss. Okay, ich steige die maximale... Maximum der Lebensanzeige. Oh, schade. Dafür kann ich noch die schnellen Stiefel nehmen. So.